Heute geht es auf einen kleinen Abstecher nach Vorarlberg, welche Brauerei dort die beliebteste Mikrobrauerei, zumindest wenn es nach dem Falstaff-Voting 2024 geht, ist. Das sage ich euch heute mit deren dunklen Bier. Ich freue mich drauf, mit euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute das dunkle Bier der beliebtesten Mikrobrauerei Vorarlbergs genießen möchtet. Und an der Stelle geht erstmal ein fettes Dankeschön raus an meinen Biersommelier-Kollegen Dominik aus Dornbirn, der mir dieses Bier hier mit einem seiner letzten Bierpakete zugeschickt hat. Dominik, vielen herzlichen Dank für diese edle Bierspende. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, habe ich auch beim Hellen schon gesagt, dass das Bier aus einer so kleinen Brauerei, aber dann auch aus der Dose kommt. Wie die das machen, muss ich mal versuchen herauszufinden. Solltet ihr das wissen, schreibt mir das gerne mal hier unter das Video. Aber das Etikett ähnelt dem Hellen bis auf die Aufschrift Dunkel da unten. Und das Dunkle kommt mit 6,0 Volumenprozent Alkohol an den Start, 23 Bittereinheiten. Und es ist Wasser, Hopfen, Malz und Hefe drin. Und das war dann auch schon alles, was hier an Informationen auf der Dose steht. Ich entnehme den Aufschriften, dass es sich A um ein Lagerbier handelt. Das ist beim dunklen Bier ja per se jetzt erstmal sehr wahrscheinlich. Und das ist ein schlankes Bier, also dann eher auch etwas, was so in Richtung Bayerisch Dunkel gehen könnte. Dass es kein Stout ist oder so, das glaube ich, ist dann sehr naheliegend. Ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam mal an und hoppala, gehen dann die ganze Sache mal an und schenken dieses dunkle Bier, das dann natürlich auch mit einer dunklen Farbe aus der Dose kommt. Hier ist reden wir gleich drüber, aber es ist ein sehr dunkles, braunes, fast schon schwarzes Bier. Ein 1,5 Finger breiter, schöner beige, fast schon ja, kaffeebrauner, milchkaffeebrauner Schaum. Wie viel Kohlensäure da drin ist, ich kann nicht reinschauen. In der Nase. Kräftige Röstmalznoten und das hat man gerade eben schon, so eine Kaffeenote ist mir gerade entgegengeflogen. Aber da ist auch noch Schokolade, so ein bisschen Kakao. Gerade so eine milchige Kakaonote ist da und auch kräutriger Hopfen. Der ist allerdings ein bisschen mehr im Hintergrund, ist da zu finden. Also die Röstnoten sind schon sehr beachtlich von der Intensität her und deswegen erster Schluck, sehr zum Wohl. Cheers. Volle Packung dunkles Malz. Es geht ein bisschen in die schokoladige Richtung und ist prinzipiell sehr schlank zu trinken. Das finde ich sehr positiv, weil gerade so diese Röstaromatiken, die können Bierreich relativ schnell schwer trinkbar machen und einfach so ein bisschen zu kompliziert machen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist sehr, sehr süffig. Tendenziell ist es auch eher auf der süßlichen Seite ein bisschen zu Hause. Das trägt natürlich auch massiv zur Balance bei. Kaffee, ein bisschen Vanille jetzt auch. Eine eher mildere, bittere, die wahrscheinlich von der Süße auch im Zaum gehalten wird. Kräutriger Hopfen, den hatten wir auch in der Nase eben schon, auch sehr deutlich da. So eine ganz leichte, minimale Herbe, aber ein angenehmes, leichteres Mundgefühl, eben nicht zu vollmundig, läuft gut, lässt sich gut trinken und vielleicht so eine ganz leichte, fruchtige Beerennote, die da noch mitschwingt, aber sehr, sehr subtil. Und Körper her definitiv schlanker bis mittlerer Körper, eine feinere Kohlensäure und von der Textur her sehr, sehr glatt gehalten. Hinten im Nachtrunk, es geht relativ geradlinig weiter, dunkles Malz. Eine leichte Röstbittere. Die Bittere scheint tatsächlich fast ausschließlich vom Röstmalz zu kommen. Mit 23 Bittereinheiten ist das auch auf der, waren es 23, oder? Ja. Ist es auch auf der Hopfenseite durchaus überschaubar. Es ist schön mild, es ist angenehm weich. Hinten nach wird es tatsächlich ein bisschen unauffällig.
Wenn sich mal diese Aromen alle einmal im Mundraum ausgebreitet haben, da ist dann wenig Dynamik drin. Aber es ist, finde ich, sehr ordentlich gemacht. Das Dunkle von der Segros Brauerei aus Vorarlberg, aus Gyffis von Probier TV gibt für dieses dunkle Bier 3 von 5 möglichen Punkten für das Dunkle aus Vorarlberg von Segros, dem Gewinner der beliebtesten Mikrobrauerei Vorarlbergs, gemäß Falstaff Voting. Wenn ihr diese Brauerei kennt und einer ganz anderen Meinung seid, dann schreibt mir das gerne hier drunter. Wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt es mir auch drunter. Lasst uns ein bisschen über dieses Bier diskutieren. Vor allem würde mich interessieren, wo füllen die das ab in die Dosen? Wie machen sie das? Würde mich mal interessieren, wenn ihr das wisst. Von meiner Seite aus war es das. Lieber Dominik, nochmal vielen Dank für die Bierspende. Und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Bierverkostung. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.